Wir haben schon wieder über 30 Grad, heute auch wieder 35 Grad oder so. Ich war shoppen. Und der Ventilator läuft. Und heute ist Community-Tag. Wir gucken mal heute Setups an vor der Community und machen Community-Games. Ich bin fucking done mit meinem Leben. Ich war beim Sport und es war sehr gut. Ich bin auch sehr kaputt jetzt. Und ich überlege, ob ich jetzt am PC was zocke oder schaue oder noch arbeite. Aber ich glaube, ich würde mich für irgendwas Entspanntes entscheiden. Ich will jetzt ins Spiel. Let's go! Heute ist Freitag und ich habe heute noch ein paar Sachen zu erledigen. Heute ist nämlich auch der 1.7. und ich muss eine Rechnung schicken. Ich muss noch ein Video zu Ende schneiden. Ich stream heute. Deswegen ist heute ein busy Tag. Aber egal wie busy der Tag ist, meine Morgenroutine ist mir heilig. Ich will da auch demnächst mal mehr zeigen nochmal. Und ganz kurze Nebenerzählung. Ich habe dieses Buch zu Ende gelesen heute und ich kann es sehr empfehlen. Ich würde dem Buch eine 8 von 10 geben. Wenn, wie gesagt, wenn man sich mit Philosophie auseinandersetzt oder sich dafür interessiert. Vor allem das Ende fand ich sehr schön. Ich muss sagen, in den letzten Kapiteln gab es einige, die ich ein bisschen schlecht geschrieben fand, aber an sich finde ich das Buch sehr gut und es sind sehr viele Rechtschreibfehler drin, wo ich mir auch denke, wie kann das sein, wenn es die 14. Auflage ist, dass da so viele Rechtschreibfehler drin sind. Moini. Ich habe heute sehr lange gestreamt und ich muss eigentlich auch noch was arbeiten am PC, aber ich kann gerade einfach nicht. Ich brauche eine Pause, weil ich so lange auf dem Bildschirm gestarrt habe. Und deswegen dachte ich, spiele ich mal wieder ein bisschen Klavier, jetzt wo ich wieder kurze Nägel habe. Wirklich, ich hatte monatelang keine kurzen Nägel. Es fühlt sich irgendwie voll strange an, einfach wieder spielen zu können. Gerade noch im Bett gearbeitet. Ich habe meine Arbeit jetzt erledigt und versuche jetzt ein bisschen runterzukommen. Ich habe zurzeit so 1000 To-Dos, aber halt so Kleinigkeiten. Und es sind halt alles so Kleinigkeiten, die halt länger als, sagen wir, eine halbe Stunde dauern. Und deswegen häuft sich das alles so und ist halt so anstrengend. Zum Beispiel glaube ich Anime an und räume erstmal die Wäsche weg. Ich bin ehrlich, ich habe einfach nur Bock im Bett zu chillen, Anime zu gucken, Sims zu spielen. Aber ich habe mich heute verabredet und deswegen mache ich mich erst fertig und dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit und dann kann ich einfach noch chillen. Das ist der Plan.
Leute, ich muss einmal ganz kurz abbranden. Und zwar, ich habe mir jetzt diese Heel Protector gekauft. Das sind quasi wie so Socken für den Schuh, damit der Schuh nicht abnutzt. Ich hatte die halt mit in der letzten Class und alle haben gesagt, ich soll mir das kaufen. Das Ding ist, ich habe mich irgendwie voll dagegen gesträubt, weil ich denke mir halt, so ein Schuh ist halt ein Gebrauchsgegenstand und Gebrauchsgegenstände nutzen immer ab. Wisst ihr, was ich meine? Also so wurde ich halt großgezogen und auf der anderen Seite sehen die Schuhe jetzt halt nicht mehr so schön aus wie vorher. Ich kaufe mir für 20 Euro solche Socken, um die da drüber zu stülpen, um die Schuhe zu verstecken, damit die schön bleiben. Aber den schönen Schuh sieht man dann ja gar nicht. So, wenn ich immer damit tanze, sieht man ja nie den schönen Schuh. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen wie damals, das haben meine Eltern mir immer so als Analogie erzählt, wenn du dir ein schönes Sofa kaufst und du legst aber immer eine Decke drüber über das Sofa, damit es nicht kaputt geht und nicht abnutzt, dann siehst du nie dieses schöne Sofa. Wozu hast du dann dieses schöne Sofa gekauft? Dann kannst du ja auch ein hässliches Sofa kaufen und da eine Decke drauflegen. Sieht dann gleich aus. Wisst ihr, was ich meine? So, ich würde verstehen, wenn ich zum Beispiel in diesen Schuhen eine Show tanzen möchte oder im Stripclub arbeiten will oder was auch immer und die dafür dann halt quasi schön behalten möchte und in den Kursen, in den Übungsstunden quasi das protecte. Aber das ist ja nicht der Fall. So in den Übungsstunden, so in der Pole-Schule ist ja der einzige Grund, warum ich diese Schuhe überhaupt trage. Und dann verstehe ich nicht, warum dürfen die denn nicht abnutzen? So, ja, die waren teuer. Mein Gott, alles ist teuer heutzutage. Ich sag's, wie es ist. Und alles nutzt irgendwann ab. Naja, aber zumindest habe ich mir jetzt trotzdem solche Socken gekauft und habe mir jetzt gedacht, okay, ich mach's jetzt so, wenn ich die Choreo lerne, dann habe ich die drum. Und wenn ich das dann filmen möchte, kann ich die abnehmen. Und dann nutzen die vielleicht nur ein bisschen ab. Und ist ja okay. Aber dann sehen die wenigstens schön aus. Und dann sieht man die wenigstens, ja? Dann sieht man die wenigstens, diese Babys. Die sind so schön. Naja. Mir tun die mir ein bisschen leid, dass sie so in der Sonne stehen. Okay. Was hast du gekauft? Ein schönen Anhänger. Mhm. Und was ist das für ein Stein? Bergkristall. Der ist gut für klare Gedanken und so. Engelaura-Quarz. Warte, hört man die Sonne. Okay. Vielleicht sieht man, dass hier leuchtet. Wow. Tada. Die sind so schön. Den habe ich mir gekauft. Und noch einen Jadestein. Nice. Wunderschön. Wunderschön. Ich habe einfach vergessen, dass ich noch zum DM wollte. Das heißt, ich muss nochmal los. So, jetzt kann ich die Sachen, die ich heute gekauft habe, nochmal näher zeigen. Und zwar einmal diesen Anhänger, der ist so wunderschön. Den kann man halt an eine Kette machen. Und es ist halt ein Bergkristall. Und es ist so geil. Und diesen Jadestein. Die Farbe hat einfach mich absolut angesprochen. Und der Stein an sich auch.